Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept, unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Business-Aufbau interessierst. Mit Annick und Lisa. Ich komme zwar aus der Schweiz, bin aber Rheinländer, also von daher bin ich nicht so weit weg von euch und ich bin ganz unverschämt und sage, du bist bei mir so. Ich finde, da ist man gleich näher und ich finde, wir sind unter uns. Und tatsächlich kommt meine Familie aus Dresden. Also mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter waren hier zu Hause, haben meinen Vater auch hier geboren und mein Urgroßvater Max war Fleischer. Der hat damals mit der Schubkarre noch seine Würste auf den Markt gefahren und Feilen geboten. Und am Schluss hatte er oder später hatte er das Glück oder Unglück, im Ersten Weltkrieg die Front zu bedienen mit seinen Würsten. Dadurch ist er sehr reich geworden. Und er war der erste Mann in Dresden tatsächlich, der ein Auto fuhr, damals, zusammen mit seiner Frau Lina. Und Max war ein Frauenversteher und Lina hat das irgendwie ganz cool genommen. Die hat gesagt, Max, weißt du was, du darfst einmal im Jahr 2 Wochen nach Kopenhagen mit deinen Jungs und machst da Amüsement, ich will es nicht wissen. Dafür kriege ich eine Dauerkarte in der Semperoper. Der Deal stand und die beiden waren sehr glücklich bis zum Lebensende, sind heute auf dem Zentralfriedhof. Und gestern habe ich mir, deswegen bin ich auch einen Tag früher gekommen, einen Traum erfüllt. Ich wollte nämlich, seit ich klein bin, auch in die Semperoper und war gestern dann das erste Mal tatsächlich da. Ich fand es extrem wundervoll und freue mich jetzt tatsächlich, dass ich mal bei meinen Wurzeln bin, ja, in Dresden. Und ich finde es wunderschön. Ich kenne es halt auch erst seit nach der Wende, war viel zu selten hier. Vielleicht sehen wir uns auch öfter. Das nur mal so, by the way, als kleiner Einstieg. Aber eigentlich geht es heute ja um was ganz anderes. Es geht heute um mein Lieblingsthema, was ich vor allen Dingen in diesem, ja, Frühling entwickelt habe, diese Speech, Charisma, Coaching, Krisenkommunikation. Was braucht die neue Führung? Und da möchte ich gleich einsteigen mit einem Theaterstück eigentlich auch, was ich halb auf die Bühne bringe. Und zwar stellt euch vor, an meiner Stelle stehe nicht ich, sondern eine englische Ärztin, eine britische Ärztin mit bitterbösem Humor. Und sie hat auch ihren Komparsen dabei, ihren Kompagnon, ich habe ihn auch dabei, zumindest in Teilen. Ich darf vorstellen, das ist Theo. Ja. Und Theo und diese Medizinerin auf der Bühne haben Folgendes gemacht. Die haben eine Szene auf dem Segelboot nachgestellt. Theo ist also auf dem Segelboot und ist gerade dabei, ein Seil aufzuschießen, während irgendwie ganz viel See ist und es ganz wild ist. Und in dem Moment reißt das Segel rum. Das Tau reißt an Theos Arm und der Arm fliegt einmal komplett blutig, das erspare ich euch heute, über die Bühne. Theo liegt am Boden und sagt, aua, aua, und der Blutstrunk, der ist wirklich hier am Tropfen, das ist wirklich gewesen. Und jetzt muss ich doch aus dem Bild. Und dann lief die Notfallmedizinerin hier runter, holte sich Theos Arm und sagte dann so ins Publikum, also jetzt wäre es ganz, ganz wichtig, dass ihr ganz genau wisst, wo euer blutstillendes Granulat ist. Denn ihr habt sonst so eine Sauerei, euer schönes, schönes Schiffchen. So, das ist mir passiert tatsächlich, da saß ich dann an eurer Stelle, in diesem Training als Zuschauer. Denn ich war 6 Monate lang auf Segelreise, auf einem 12 Meter langen Segelboot und habe mich vorbereitet auf meine Atlantiküberquerung. Wir waren 5 Leute an Bord, das waren 2 Männer, die haben den Skipper oder eben Kapitän gegeben. Wir hatten 2 Kinder an Bord, also Leichtmatrosen, die waren 8 und 10, das waren meine. Und dann war ich noch an Bord und ich war halt zuständig fürs Funken, für die Notfälle und für die Notfallmedizin. Und was ich in diesen 6 Monaten Segelreise erlebt habe, insbesondere bei der Überquerung des Ozeans, wo du wirklich nicht mehr weißt, was auf dich zukommt, was dich erwartet. Das hat mir hat mich viel gelehrt im Zusammenhang mit Teambuilding, Krisenmanagement, Resilienz, Ruhe bewahren, auch in schwierigen Situationen. Und wenn man über den Atlantik geht, weiß einer von euch, wie weit die Entfernung ist, von den Kanaren in die Karibik?
Also es sind 3000 Seemeilen und unser Segelboot war so schnell wie ein Fahrrad. Und man braucht mit Umwegen so 3 Wochen, bis man drüben ankommt. Und ich hatte richtig Schiss in der Büchse. Ich habe damals gesagt, als wir gestartet sind, ich mache das nicht, ich fliege mit den Kindern hinterher. Und die Jungs haben gesagt, hey Lisa, bleib locker, es ist alles nicht so schwer. Man muss nur wissen, was einem begegnen kann. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe überlegt, okay, da ist mein Ziel, da will ich hin. Was gibt es für Schwierigkeiten, die ich überwinden muss? Und habe sie eruiert, habe überlegt, was muss ich tun, um das zu überbrücken. Und dann habe ich mich langsam entspannt und habe gesagt, okay, es ist alles ungewiss, was da jetzt in den nächsten 3 Wochen passiert. Aber ich bin gut vorbereitet. Ich weiß, wie man Schweinehälften zusammennäht. Ich weiß, wie man Zugänge legt. Ich weiß, wie man einen Appenarm versorgt und nicht auf Eis legt. Sonst kann man den nicht mehr annähen. Nun gut. Ja, und du gehst also 3 Wochen auf See. Du weißt überhaupt nicht, was dich drüben erwartet. In dem Fall haben wir gehofft, das Paradies, Karibik. Du weißt nicht, was in diesen 3 Wochen auf See passiert auf dem Segelboot. Am schlimmsten wäre beispielsweise fauliges Wasser im Tank. Das ist überlebensnotwendig. Und du weißt auch nicht, wie lange du unterwegs bist und was du alles umschiffen musst oder welche Winde dich wohin zur Seite abdriften lassen, sodass du nicht weißt, ob du wirklich ankommst, wann du ankommst und wie du ankommst. Und da haben wir alle gehofft, dass wir beispielsweise keinen Eisberg treffen. Und die Situation ist wirklich schwierig und komplex gewesen. Und für mich ist es genau dasselbe mit der Corona-Krise. Sie ist zwar wesentlich länger, jetzt seit 2,5, fast 3 Jahren, aber sie ist genauso ungewiss. Und jeder von uns sitzt hier und weiß nicht, was ist da hinten. Und wenn ihr resiliente, krisensichere Manager sein wollt, dann müsst ihr euch bestmöglichst vorbereiten. Das tut ihr. Ich möchte mal kurz wissen, wer von euch ist Hotelmanager? Mal bitte die Hand heben. Okay, und wer ist Führungskraft? Okay, 50-50 kann man sagen, ne? Okay, alles klar. Wunderbar. Wunderbar, sehr schön. Also, ich war auch eine Führungskraft an Bord, ja. Ich musste irgendwie den Kapitän zugute sein, ich musste meine Kinder führen. Ich war für das Wohl der Mannschaft zuständig. Kommen wir zurück zur blutigen Ärztin und Theos Arm. Denn sie hat was ganz Wichtiges damals gesagt. Sie hat gesagt, 90% aller Unfälle passieren, weil man nicht gut vorbereitet war. Das heißt, wenn es dem Team gut geht, wenn es der Crew gut geht, wenn es die warm hat und sie satt ist und sie fröhlich ist, dann kann man 90% der schlimmsten Unfälle wirklich vermeiden. Im Umkehrschluss heißt das, ihr seid zu 90% nicht die Krisenmanager, die alle Gefahren wissen müssen. Müsst ihr auch, um resilient zu sein. Aber ihr seid zu 90% Feel-Good-Manager. Es geht darum, dass ihr euch um euer Team sorgen sollt. Und da hatte die britische Ärztin 3 gute Antworten. Sie hat gesagt, in dem Moment, wo du als Medizinmann oder als Medizinfrau an Bord gehst, musst du zumindest so tun, als würdest du dich um jedes Mitglied kümmern und es mögen. Ob es so ist oder nicht. Und sie sagte, das wichtigste Werkzeug dazu ist, dass du jeden Tag mit deinem Team kommunizierst. Frag jeden Tag deine Teammitglieder, hey, wie geht's dir? Ganz einfach, das Wort how are you? Wie geht's dir? Machen wir oft viel zu wenig. Und das dritte war, das fand ich sehr schön, sie sagte, backe einen Kuchen. Backe einen Kuchen? Jo. Backen einen Kuchen. Weil warum? Wenn ich einen Kuchen backe und meinem Team präsentiere, beim Kuchen haben wir alle gute Laune. Wir denken an Mama, wir denken an Geburtstage, wir denken an schöne Partys. Wir kriegen was Zuckriges in den Magen rein. Wir fühlen uns wohl und gut. Also backe einen Kuchen, wenn es schwierig wird. Und darauf bin ich natürlich losgegangen, habe nochmal eine Gasflasche extra gekauft, habe nochmal ein bisschen Backpulver dazu gekauft, um genügend Kuchen zu backen. Das heißt, es sind die einfachen Sachen, die ein Team fröhlich machen. Und das Wichtigste ist, dass wir eine Beziehung aufbauen zum Team. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?
klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!